Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Im folgenden Video zeige ich euch die Halossa-Falle im Blackmar-Dima-Gambit. Das Blackmar-Dima-Gambit beginnt nach erstens D4, D5 und jetzt E4. Schwarz nimmt es in der Regel an mit D schlicht E4, beziehungsweise das ist hier noch nicht das Blackmar-Dima-Gambit. Das entsteht erst nach Springer C3, Springer F6 und jetzt hier F3. Es ist ein ehrwürdiges Gambit, in Amateurkreisen sehr beliebt und ist eine gefährliche Angriffswaffe. So, das Beste ist aus schwarzer Sicht, das Gambit anzunehmen. E schlicht F3. Man sollte keine Angst haben, annehmen. So, jetzt das klassische Blackmar-Dima-Gambit geht weiter hier mit Springer schlicht F3. Und hier habe ich schon ein Video gemacht auf dem Kanal, nämlich Gewinn mit dem Blackmar-Dima-Gambit, wo ich auch eine Partie von Emil Josef Dima gezeigt habe. Es gibt hier aber noch den Zug Dame schlicht F3 und das ist das sogenannte Rider Gambit. Weiß bietet noch einen Bauern zum Opfer an. Entwickelt dafür seine Dame. Ganz schön frech. So, Schwarz sollte das Bauernopfer ruhig annehmen. Dame schlicht D4. Warum nicht? Ängstlichere Naturen könnten hier vielleicht zu G6 greifen. Dann würde ich Weiß empfehlen, sowas wie Läufer E3 zu spielen oder Läufer F4 und dann lang zu rochieren und dann zu gucken, ob man nicht irgendwie am Königsflügel angreifen kann. Wobei lange Rochade muss man ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass Läufer G4 hier eine Qualität direkt einstellt. Aber grundsätzlich ist das der Plan. So, Dame D4, gehen wir zurück. Dame schlicht D4 ist ein logischer Zug eigentlich, ne? Ich würde den Bauern noch wegnehmen. Läufer E3, allerdings muss man jetzt mit beiden Seiten, also insbesondere mit Schwarz, muss man wissen, wie es weitergeht, um nicht in diese Falle zu tappen. Läufer E3, wo geht jetzt die Dame hin? Ihr könnt euch das ja mal selbst fragen. Hat genügend Felder, ne? Kann dahin, das sind so die besten, nicht die besten, aber die logischen Felder. Zurückgehen möchte man nicht unbedingt, weil dann kommt der Turm nach D1 mit Tempo und attackiert die Dame dort. Unangenehm. Dame B4 ist jetzt der Zug, mit dem wir unsere Falle erreichen. Dame G4 ist wahrscheinlich besser, mit der Idee, die Damen zum Tausch anzubieten. Und hier sollte Weiß natürlich die Damen nicht tauschen, sondern mit der Dame zurückgehen nach F2. Und dann nach E5 zum Beispiel einfach mit Springer F3 fortsetzen und hoffen, dass er genügend Spiel hat für die zwei Bauern, die er geopfert hat. Objektiv sollte Schwarz aber besser stehen. Gut, nach Dame B4 spielen wir jetzt hier mit Weiß lange Rochade. Und das ist jetzt die Falle, in die Schwarz hineintappen kann. Und zwar, seht ihr es vielleicht, ist Schwarz kann hier Läufer G4 spielen und vermeintlich noch mehr Material gewinnen, nämlich die ganze die Qualität. Soll er Läufer G4 spielen oder was anderes? Der beste Zug ist hier C6, um diese Felder zu kontrollieren, ja? Damit dort kein weißer Springer auftaucht. Als Weißer würde ich jetzt hier A3 spielen, die Dame angreifen und dann mit der Dame nach G3 gehen, um diesen Bauern hier zu attackieren und dann auch meine Entwicklung mit meiner Entwicklung fortzusetzen, eventuell A4, A5 hier angreifen. So, wenn aber Schwarz Läufer G4 spielt und die Dame angreift, so, wo, jetzt schnappt die Falle zu, Leute. Und sehr, sehr sehenswert auch. Mit welchem Zug gewinnt hier Weiß? Im Prinzip ist das auch immer so ein bisschen eine Taktikaufgabe, wenn ich so eine Falle zeige. Wie gewinnt hier Weiß? Ich habe kein Wasser mehr. Ganz einfach, er zieht gar nicht die Dame weg, sondern er spielt Springer B5. Ein schöner Zug. Und es droht insbesondere Schachmatt auf C7. Ne? Das heißt, Schwarz kann nicht die Dame nehmen, wegen hier. Springer schlägt C7 und der König hat keine Fluchtfelder. Das Problem ist nach Springer B5 aber auch, dass Weiß auch den Bauern B7 angreift. Also Schwarz steht hier vor einer unlösbaren Aufgabe plötzlich. Der beste Zug ist noch Springer A6, den Bauern C7 auf diese Art und Weise zu decken und den Turm so ein bisschen zu befreien. Es geht weiter mit Dame schlicht B7, greift Turm und Springer an, wenig überraschend. Der beste Zug hier ist noch Dame E4, um die Dame anzugreifen und den Turm zu decken da hinten. Man darf nicht vergessen, dieser Läufer hier attackiert noch den Turm, deswegen hofft hier Schwarz noch auf ein gutes Ende. Eine Alternative ist hier Turm C8, aber dann, der ist gedeckt vom Läufer, schlägt man einfach den Springer und hier kann Schwarz nicht den Turm schlagen, das ist ein grober Fehler, wegen Dame,
Entschuldigung, wegen Dame schlägt C8. Schach. Matt. Gehen wir zurück zu Dame E4. Das ist mehr oder weniger die Hauptvariante, falls man überhaupt von einer Hauptvariante sprechen kann hier. Natürlich möchte Weiß die Damen nicht tauschen und schlägt hier den Springer. Schließlich hat er ja auch schon etwas geopfert. Hier gibt es zwei logische Züge. Entweder Schwarz schlägt den Läufer oder den Turm. Gucken wir erstmal an, was passiert, wenn er den Turm schlägt. Dann geht es weiter mit König schlägt D1. Problem ist, Dame schlägt E3 hier ist nicht möglich wegen Dame C6 Schach. Mit Gewinn des Turmes. Deswegen Turm D8 Schach, aber hier kommt Läufer D2 einfach. Blockt das Schach mit dem Läufer. Und hier hat Weiß materiellen Vorteil. Er hat zwei Leichtfiguren. Springer und Läufer gegen Turm. Turm und Bauer noch. Aber es droht hier allerlei. Der hängt. Und naja, die Figuren, die weißen Figuren kommen problemlos raus hier. Die andere Variante ist nach 10. Dame schlägt E6, Dame schlägt E3, greift den König an, der geht nach B1. Jetzt droht aber super viel. Der schwarze König ist hier in Gefahr. Dame C5 ist noch der beste Verteidigungszug. Dann geht es weiter mit Dame B7, mit Angriff auf den Springer, den Bauern und Angriff auf den Turm. Die Variante geht hier weiter mit Läufer schlägt D1, Dame schlägt A8 Schach, König D7. Hier muss man aufpassen, es droht jetzt hier matt. Deswegen Springer C3 zurück, greift den Läufer an und hier steht Weiß auf Gewinn. Den Rest müsstet ihr dann selber finden, falls ihr diese Stellung aufs Brett bekommt. Weiß halt kann sich wunderbar weiterentwickeln. Tatsächlich ist es so, dass Schwarz hier sogar einen Bauern mehr hat, aber erstmal muss er den Läufer wieder wegziehen und dann kommen einfach die weißen Figuren problemlos ins Spiel und der schwarze König in der Mitte steht einfach fürchterlich. Ja, das war die Halossa-Falle im Blackmadima-Gambit. Für alle Blackmadima-Freunde ein absolutes Muss, diese Variante zu kennen. Und für Schwarzspieler, ihr wisst jetzt Bescheid, falls ein Weißspieler mal so agiert, wie ihr dagegen ankämpfen könnt. Und zwar im 6. Zug nicht nach B4 zu gehen mit der Dame, das ist ein bisschen riskant. Besser Dame G4 hier den Damentausch anbieten. Aber auch hier, gut, als Weißer würde ich dann halt wegziehen. Und im Blitzen kann man das absolut spielen. Falls ihr weitere Fallen von mir anschauen möchtet, dann schaut einfach mal in meine Playlist hier und dann findet ihr noch viele, viele, viele weitere Fallen zu verschiedenen Eröffnungen. Vielen Dank fürs Zuschauen.